Das geht aus dem Mutterleib ziehen. Und beschmeichelt durch deine Hände löst jede Bewegung erneut das Glockenläuten aus. Das Kind gleitet fast begierig aus dem Geburtskanal und als es das tut, sind deine Hände in Bewegung und stricken, bewegen sich entlang eines weichen, nassen Seils. Nein, eine Nabelschnur, die zwischen den Beinen der nackten Frau vor dir herauskommt. Du hältst ein kleines Kind in den Händen, noch nass von der Geburt. Das Kind stößt einen Schrei voller Leben aus, voller Seele, während das Geläut der Glocken in seinen Gedanken widerhallt und sie mit Willkommensgrüßen erfüllt. Die Seele ist an den Rändern verschwommen, als ob du eine Seele aus einer anderen Seele heraus betrachten würdest. Aber sie ist dort. Es ist am Leben. Die Frau vor dir weint und greift mit ihrem ersten Schrei nach dem Kind. Der Frau das Kind geben. Du gibst ihr das Kind, etwas, das du schon viele Male getan hast, und als sich deine Hände bewegen, geht das Glockengeläut mit ihm einher und erkennst, dass die Glocken mit Schnüren an deinen Handgelenken befestigt sind. Und nun erklingt ihr Widerhall aus der Erinnerung auch im Verstand des Kindes. Die Glocken sollen das Kind willkommen heißen, sollen seine erste sanfte Begrüßung in der Welt darstellen. Ein beruhigendes Geräusch, das vor den sanften Bewegungen deiner Handgelenke geführt wird. Du hilfst beim Weben seiner Gedanken, seiner Wahrnehmung und Erfahrung. Der Erfahrung. Die Frau lacht mit roher Freude aus ausgetrockneter Kehle. Ihre Gefühle scheinen besänftigt zu sein, aber das physische Zerren der Wehen haben sie erschöpft. Aber das Kind ist da, das Kind ist in Sicherheit und auf dem ganzen Plateau herrscht eine friedliche, ruhige, entfernte, schmeichelnde Stimmung, während die Erinnerung fortfährt. Langsam aus der Erinnerung zurückziehen. Mit etwas Anstrengung weicht die Farbe aus der Szene und dein Verstand wird wieder dein eigener. Es gibt kein Ziehen, kein Anker und trotzdem bleibt der Klang der Glocken. So wie sie in der Erinnerung existieren, klingen sie auch hier und sie hängen an geflochtenen Schnüren an den Handgelenken der Frau vor dir. Auch wenn sich dir der Kopf aufgrund der Bemühung ihres Verstandes dreht, ist der Klang der Glocken an ihren Handgelenken kristallklar, als ob er dich zurück in die reale Welt locken würde. Die Frau sitzt vor dir, aber sie sieht überhaupt nicht mehr aus wie zuvor. Sie trägt schwarze, zerfetzte Kleidung, die ihre Gestalt wie Bänder verhüllt. Ihre Haare sind schwarz und mit silbernen Strähnen versetzt. Ihr Alter ist fast unmöglich zu bestimmen. Sie hat einfach eine alte Aura, so wie ein eingestürzter Wachturm. Als sie ihren Kopf hebt und dich anschaut, siehst du, dass ihre Haare wie ein Schleier auf ihrem Gesicht liegen. Das Erste, was du von ihr sahst, war eine Art mentaler, unbewusster Glanz. Und dir wird klar, dass das, was du siehst, nicht das ist, was sich der Welt offenbart. Und dass du vielleicht der Erste bist, der ihr wahres Ich sieht. Trotzdem spürst du keine Bedrohung durch deine Erkenntnis. Wenn überhaupt, dann strahlt die Gestalt Erleichterung aus. Du kannst ihre Gedanken hören und sie ist froh, dass sie endlich jemand sieht. Wer bist du? Man sieht mich, aber die Augen der anderen erinnern sich nicht. Du bist der Erste, der mich sieht, wie ich bin, unverhüllt. In deinem Verspann spürst du eine leichte Berührung, eine Liebkosung und die Bewegung ihrer linken Hand entspricht dieser Berührung, als sie zwischen euch nach oben führt. Du hörst das sanfte Läuten der Glocken an ihrem Handgelenk, als sich ihre Hand wie bei einer pantomimischen Bewegung aus der Entfernung auf deiner Wange niederlässt, während du sie sanft und langsam sprichst. Your memories, a cadence of wheels on a caravan track, fever. Questions by running water. Violence in a night's campfire. Arrows in the dark. And fleeing. Falling rock and cracking stone. And a storm. The storm. Deine Erinnerung. Ein Rhythmus von Rädern auf einer Karawanenstraße. Biber. Fragen neben laufendem Wasser. Sie schluckt und die Glocken erklingen in ihrer Hand zittert. Als ihre Hand zittert. Gewalt an einem nächtlichen Lagerfeuer, Pfeile in der Nacht und fliehen, fallende Felsen und platzender Stein und ein Sturm. Sie hält ihnen ihre Hand steif erhoben, der Sturm. The storm that brushed you, did it screaming wake you from your mind's cradle? Your memory of it is painful. Its cry is difficult to ignore. It's like a child. Many children crying out. Der Sturm, der dich streifte, erweckte dich in seinem Schreien aus der Wiege deines Verstandes. Die Frage scheint an euch beide gerichtet zu sein. Die Erinnerung daran ist schmerzhaft. Ihr Weinen ist nur schwer zu ignorieren. Sie ist wie ein Kind. Viele aufschreiende Kinder.
Ja, ich bin auf einem Widerwack getroffen und er hat mich irgendwie verändert. Ihre Hand zieht sich schüchtern zurück und du kannst das sanfte Glockengeläut abermals hören. Die Frau steht etwas unsicher da, als ob sie längere Zeit gesessen wäre oder zu schwach ist, um ihr eigenes Gewicht zu tragen. Du siehst, dass sie die Haut über ihre Wangenknochen in ihrem hageren Gesicht spannt. Obwohl ihre Körperhaltung wackelig ist, scheint sie entschlossen zu sein, vor dir zu stehen. You are able to see me. Du kannst mich sehen. Es ist beinahe eine Frage. Plötzlich erkennst du, dass sie nicht zu wissen scheint, was du gesehen hast, als du sie angesehen hast. Das Bild auf dem Plateau. Und doch war es so klar, so scharf, dass du überrascht bist, dass sie dich dort nicht gespürt hat. To see me is a rare gift. A watcher's gift. Mich zu sehen ist eine seltene Gabe, die Gabe eines Wächters. Außer mit dir habe ich das noch niemals mit einer lebenden Person machen können. Wie ist es möglich, dass ich in deinem Traum eindringen konnte? Half ich einer Frau bei der Geburt? Ich war in deinem Kopf und in ihrem auch. Du sagtest, dass du in meinen Gedanken einen Sturm hören konntest. Weißt du etwas über die Seelenstürme? Fragen wir mal nach der Frau. So many questions. Thoughts whirling like storm winds. That storm still roars through you, deep beneath your thoughts, yet muted and secret, like an underground river. So viele Fragen. Can't tell if it is carving new channels or eroding what keeps your true strength buried. So viele Fragen, Gedanken, wirbeln wie Sturmwinde. Dieser Sturm tost noch immer durch dich, tief unter deinen Gedanken und doch stumm und geheim wie ein unterirdischer Fluss. Ich kann nicht erkennen, ob er sich neue Kanäle schafft oder das zerfrisst, was deine wahre Stärke begraben hält. The fact that you could hear it at all, survive it, is something few have ever done. Your power will grow stronger with each soul you touch, as it allowed you to reach out to mine. Dass du das alles hören und überleben konntest, ist etwas, das noch nicht vielen gelungen ist. Mit jeder Seele, die du berührst, wird deine Kraft steigen, da sie dir ermöglichte, meine Seele zu erreichen. Eine Stille stellt sich ein, obwohl sie kaum einen Herzschlag lang zu dauern scheint, erstreckt sich zwischen euch beiden ein Sog zwischen ihrem und deinem Verstand. Du blinzelst, atmest tief ein und bemerkst, dass sie dich etwas fragen möchte, die Worte dafür aber nicht findet, als ob sie es zu schmerzhaft wäre, sie zusammenzufügen. Oder als ob es einfach nicht genügend gäbe. Die Gedanken zusammenfügen. Möchtest du zusammen mit mir reisen? Du spürst eine Welle der Angst, in der die Stärke der Erleichterung mitweht. Es ist zwar merkwürdig, aber ihr Gesichtsausdruck verändert sich nicht. Da löscht du die Furcht auf. Stattdessen spürst du Stärke und Sicherheit. Als würde das Plateau aus ihrer Erinnerung unter dir liegen und ein stiller Himmel blickt auf dich herab. So. Farewell. Sag nicht leb wohl, Alof. I shall. Wir holen dich nachher wieder, wenn wir nach Trutzbruch zurückkehren. So, sie... Oh, ist mit einer guten Armbrust bewaffnet. Dolche. Gucken wir erstmal, was wir ihr geben. Ich würde ihr gerne einen Kriegsbogen geben. Also Heimlichkeit, Überleben, Athletik, Wissen und noch mehr Überleben. So, jetzt können wir Kräfte auswählen. Feld der Abneigung. Da kann ich mich mit einem Ziel verbinden und andere und Leute, die dazwischen sind, erleiden Schaden. Okay, Augenschlag. Kann ich Leute blenden? Seelenschock. Ein Stromumschlag gab Charaktere, die so allein Schockschaden. Mhm. Schwächlicher Griff. Dann nehmen wir den Seelenschock, der klingt gar nicht mal so schlecht. So, beißende Peitsche. Die Seelenpeitsche des Mediums beißt tiefer und gewährt einen Bonus auf Schaden.
Ja, Seelenpeitsche ist eigentlich immer nicht schlecht. Physischer Rückschlag. Betäubt. Ist passiv und kann einmal pro Begegnung, wenn einer versucht, das Medium, also sie hier zu betäuben oder was anderes auf ihren Geist zu wirken. Entziehende Peitsche. Verbessert die Entzugskraft der Seelenpeitsche des Mediums, wodurch der Fokus schneller regeneriert. Ah, das könnten wir nehmen. Aber jetzt gucken wir mal kurz. Eigentlich wollte ich hier ja einen Kriegsbogen geben. Könnte ich hier auch noch einen Panzerbrecher geben. Weil ja, Armbrust passt nicht. Bauer, Soldat. Wer hat denn die Dolche? Dolch hat er hier. Aber Zepter ist nicht so unbedingt. Machen wir Abenteurer. Passt ja zu ihr ein bisschen. So, nächste Stufe. So, da hier Punkte. So, jetzt können wir ihr eigene Kraft der zweiten Stufe geben. Ich hätte gern Psychokling. Psychokling kenne ich noch. Phantomfeinde. Flankiert Gegner ist nicht mal schlecht. Psycho-vampirischer Schild. Das Medium nutzt die Willensstärke des Ziels gegen das Ziel selbst und raubt ihm einen Teil seiner Entschlossenheit, um eingehende Angriffe besser abwehren zu können. Rückruf der Agonie. Führt das zu, dass das Ziel das psychische Trauma einer Verletzung wiederlebt und dadurch erneut den entsprechenden Schaden erleidet. Das ist auch nicht schlecht. Verstärkter Hieb. Lässt psychische Energie harmlos vor dem Ziel und auf den nächsten Feind abprallen, wodurch dieser Stichschaden erleidet und gewaltsam zurückgeschlagen wird. Fokus, schnell, Reichweite. Verbündetes Ziel plus ein feindliches Ziel, Sprungziel. Ja, das können wir nehmen. Verstärkter Hieb. So, nächste Stufe. Überleben. Und Wissen. Mentale Bindung. Nö, brauchen wir nicht. Ich würde den pyrovampirischen Schild nehmen. So, und dann größerer Fokus. Nee. Entziehende Peitsche wollen wir erstmal. So, nächste Stufe. Heimlichkeit Athletik jetzt mal. Okay, jetzt können wir diese Stufe. Ich hoffe, wir sind bald mal fertig. Da nehme ich gerne Puppenspieler. Und nee, brauchen wir nicht. Seelenentzündung ist normalerweise nett. Zwingt die Seele des Feindes dazu, Energie zu verlieren, wodurch die Feind umgebende Luft entzündet wird und er mit der Zeit Brandschaden erleidet. Genau. Athletik, ja. Generiert eine abprallende Welt psychische Resonanz zwischen dem Medium und einem Verbündeten. Feinde kriegen Wuchtschaden, ja, das ist gar nicht mal schlecht. Und jetzt größerer Fokus, gut. So, Überleben und Wissen. Verstandslanze hätte ich gerne. Lautloser Schrei. Ziel betäuben und alle Feinde im Zielbereich direkt schaden. Das ist nicht schlecht, genau. So, noch ein Punkt in Athleten, nee, in Überleben. Weiter. Schmerzblocker. Ja, Schmerzblocker. Schadensreduktion und Ausdauerregeneration.
Und beißende Peitsche wäre nicht schlecht und erledigt. So, ausrüsten tun wir sie aber erst in der nächsten Folge, weil ich überziehe schon, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt eine Folge hier doch mit drauf gebügelt. Deswegen speichern wir hier jetzt. Das ist Let's Play 019. Speichern. Und machen hier erst bald Cut. Bis gleich.